ziemlich verseucht. Hier alles. Ah, doch, da ist eine Schnecke. Es ist zwar nicht die, die ich gesehen habe, aber es ist eine. Besser als keine. Dann hat sich mein kurzer Ausflug auf diese Inselgruppen ja auch gelohnt. Das da muss ich vielleicht irgendwann mal sprengen. Ich weiß nicht, ob da ein... Da ist entweder ein Erz unter, aber ich glaube, da ist irgend so ein Alien-Artefakt oder sowas drunter. Oder? Ich kann es leider nicht sehen. Aber da immer dieser Ton kommt, ist da wahrscheinlich so ein lilanes, rumfliegendes Teil, das man einsammeln kann, das aber noch nicht, wirklich integriert ist. Bis jetzt. In diesem Update zumindest hier nicht. Platsch. Nasse Füße. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da ist aber auch eine Schnecke. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ah! Holy fuck! Wo ist er hin? Ah. Ja, lauf weg. Hallo? Oh, fuck. Au! So nicht, Alter. Mach Schnitzel aus dir. Ah, au. Alter. Der ist echt fucking schnell. Oh. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist ja... Das ist ja genau im richtigen Moment leer geworden. Wo ist denn mein... Hier. Ich würde gerne... Deinen Panzer haben. Okay, will er mir nicht geben. Jetzt aber. So, noch eine Schnecke. Auf welcher Insel bin ich dann gelandet? Ach so. Da ist auch noch mal. Ach, guck mal. Da drunter ist eine. Okay. Ich brauche also ein paar Bomben. Bomben. Habe ich welche dabei? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich guck mal, wie weit der Quatsch jetzt ist. Sind wir Freunde? Nein, sind wir nicht. Aber... Ach. Dann lauf halt weg. Ich guck mal, wie weit das hier ist. Und wenn da noch Zeit ist, fahre ich zurück zum Hauptlager. Da muss ich ja eh hin. Hundert, 200, 300, 400. Okay. Das war's. Ich nehme aber mal vorsichtshalber mit. 100,
200, 300, 400, 500. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber ich könnte ja mal zumindest gucken, ob ich Bomben habe und die einstecken mit dem Zünder. Damit ich beim nächsten Mal, wenn ich hier bin, diese zwei Sachen da wegsprengen kann. Falls ich noch Bomben habe. Hui! Geil! Jetzt habe ich die ganze Zeit versucht, erstmal irgendwas anderes zu machen, bis ich dann das Lager irgendwie habe, um dann diese großen Teile zu bauen, die ich jetzt fertig habe für die nächste Stufe im Weltraumfahrstuhl. Und da bin ich aber jetzt aber doch ganz froh, dass ich mir das so zurecht improvisiert habe und das jetzt doch abgeben kann. Ja. Aber vielleicht sollte ich halt jetzt auch mir überlegen, das vielleicht in Zukunft einfach gar nicht so zu machen, dass ich sage, ey, ich gucke, wo sind die Rohstoffe und baue dort an Ort und Stelle irgendwas. Ich könnte halt auch die Rohstoffe einfach nur abbauen, mit dem Zug abholen und dann in Firmen befördern, wo es verarbeitet wird. Da kann ich mir halt überlegen, ob ich vor Ort einfach nur das Erz abbaue oder zumindest eine Schmelze hinbaue, damit ich nur Barren transportiere. Ja. Vielleicht einfach an einer anderen Stelle das machen, zum Beispiel sowas wie da oben auch, und dann den Rest einfach abreißen, wenn ich das geschafft habe. Und sag, okay, den Rest brauche ich nicht mehr, aber warum rennst du nicht? Ach, falsche, weil ich die ganze Zeit die falsche Taste drücke. Okay, das erklärt einiges. Ja, manchmal liegt es einfach nur daran, dass man diese Gummitastatur nicht richtig trifft. Die Taste. Mein Gott. So. Pam! Beziehungsweise. Bäm! Tschüss! So. Now stuff gets interesting. Interesting. Zeig mal her. Also. Stufe 7, Stufe 8. Zukunftsweise. Okay, fangen wir erstmal bei 7 an. Was haben wir denn bei Bauxit-Raffination? Raffination, war richtig. Wir haben Aluoxidlösung, verpackte Aluoxidlösung, Aluminiumschrott, Aluminiumbarren, Alklad, Aluminiumplatte. Aluminiumgehäuse, Funktionseinheit, verstärkt und lenkt Funksignale. Ach, Funksteuereinheit steht da. Einen Mixer. Der Mixer kann Flüssigkeiten mixen und mit festen Teilen in verschiedenen Prozessen kombinieren. Förderhöhe 10 Meter, erlaubt Flüssigkeit 10 Meter, okay. Scanneraktualisierung Bauxit, Scanneraktualisierung Rohquarz. Okay. So, Logistik MK5. Ach du Scheiße, es geht tatsächlich. 780 Ressourcen. Okay. Schutzanzug. Schirmpioniere mit den von den nachteiligen Auswirkungen der Radioaktivität ab. Mhm.
Verbraucht Jodfilter aus dem Inventar, während sie in radioaktiven Bereichen. Das heißt, das hier sind die Jodfilter. Wird mit Schutzanzug benutzt, um radioaktive Partikel zu absorbieren. Und ich kriege mehr Platz im Inventar.